So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind schon wieder bei 1,6 Millionen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich habe noch nicht angefangen, hier die Signale zu bauen, aber da fangen wir sofort an, damit wir jetzt hier das nicht irgendwie vergessen und uns nicht verplappern oder sonst irgendwas. Ja, wir bauen jetzt hier unsere Signale hin, egal was komme. Und gerade am Anfang halt auch noch zu Ende immer ein bisschen mehr, das ist immer gut. Mehr ist immer gut als zu wenig. War schon immer so und wird auch immer so bleiben. So, und so. Jetzt müssen wir halt überlegen, so. Wenn ich jetzt hier ein Einfahrtssignal mache oder soll ich ein Ausfahrtssignal machen? Hier trifft sich ja auf jeden Fall kein Zug so schnell. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal. So, hier haben wir im Tunnel einen kleinen Knick drin. Super. So. Und dann vor dem Tunnel nochmal. Genau. Dann hier nochmal. Hier irgendwo. Hä? Da. So, und dann hier nochmal. Mein Gott, das ist so eine Berg- und Talfahrt hier für die Züge. Hänger. So. Und dann geht es hier immer weiter und immer weiter, ja. Wir haben so viel, die Strecke ist so lang. Also hier muss ich mindestens 4 Fahrzeuge draufbringen. Boah, das ist schon eine Herausforderung für mich, ja. Vor allem so die Technik, die ich so habe. Und das wird ein bisschen langwierig. Ich habe mich verbaut. Boah, es ist immer so ärgerlich, wenn man dann auf einmal vielleicht sogar noch falsch klickt, ja, und dann das gesamte Ding abreißt. Ah, das wäre sehr ärgerlich. So, jetzt ist es halt wichtig. So, ich möchte immer möglichst am ersten Bahnhof halt anfangen. Sprich, hier fahren wir erstmal so rein. Nein, fahren wir nicht. Das könnte uns nämlich ganz viel Geld kosten. Mach mal so. Und dann so. Und dann machen wir halt einfach weiter so. Wir bauen das halt hier geradeaus noch weiter. So. Und dann bauen wir halt, ja. So, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall rüber. So, genau. So, damit hier eventuell was richtig verstanden wird, bauen wir hier noch ein paar Signale hin. So und so und so, damit hier halt nicht irgendwie falsch gefahren wird oder so. Das wollen wir halt nicht. So. So und so. Genau. So. Und dann müssen wir halt jetzt schauen. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Züge auf diesem Abschnitt. So, das Problem ist, wie teuer ist jetzt ein Zug? Wir können auf jeden Fall nicht mehr die hier nehmen. Das wird halt nach einer gewissen Zeit einfach blöd. Wir werden auf jeden Fall die hier nehmen. Mit 50 km/h. Ne, mit 60 km/h hier. Entschuldigung. So, dann nehmen wir noch die mit Oberlichtaufbau. Die kostet 420.000. Oh mein Gott, wenn ich das mal 4 nehme. Oh, das wird doch teuer. Das kann ich dann niemals bezahlen. Eine 500.000 pro Dings. Ja, ich brauche 2 Millionen alleine für diese scheiß Fahrzeuge. Für diese Triebwagen. So. Und dann noch die hier mit Hupen. Was? Da brauche ich auch nochmal 700.000 circa, weil ich 7 Stück davon brauche. Es ist eigentlich dumm, dann noch die Buslinie zu haben dort, ne? Fällt mir gerade so auf. Weil die doch alle dann auf die Züge umspringen. Gut, dann werden wir vielleicht eine Buslinie eliminieren. Können wir dann zum Glück. Dass wir da nur noch eine fahren haben, weil wir haben da aktuell 2 fahren. Das ist doch schon recht viel. Ja. Und eine Buslinie kommt damit auf jeden Fall nicht mehr ganz so klar. Okay. Das heißt, 1, 2,
3 kann ich nicht mehr kaufen. Das dritte wurde jetzt, dadurch, dass Monatsende auch noch, ach ne, Jahresende sogar gewesen ist, wurde es halt noch recht teuer. Ich weiß nicht, wie ich das am blödesten mache, ja. Das wird halt alles auch zeittechnisch gesehen so extrem schwierig, wenn alle Lokomotiven, beziehungsweise halt alle Loks gleichzeitig dann halt auf die Strecke zu schicken und so weiter und so fort. Das wird schon eine menschliche Herausforderung werden, sage ich euch. So was man natürlich auch machen kann und dann halt einfach klonen, ne? Das geht auch. 1, 2, 3, 4. Na, kann ich mir schon nicht mehr leisten. So, jetzt dürfte auch die FPS deutlich schlechter werden. 35 geht noch, passt. Sieht zwar ein bisschen ruckliger aus als vorher, aber passt, wie gesagt. So, 1, 2, 3. Haben wir schon mal 48 Leute. Passt eigentlich. Aber wir wollen natürlich schon ein bisschen mehr haben. Weil wir halt auch eine Großstadt sein. Also, ne? So, komm, wir leihen uns jetzt noch die restlichen 2 Millionen. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das könnte man so lassen. So. So. Ist ein bisschen komplizierter so. Aber geht leider nicht anders. Weil er immer an den untersten anfängt und ich jetzt nicht bestimmen kann, ja, du gehst jetzt dahin und du dahin. Also daher muss man das leider so machen. Eins. Nein. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7. So. Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz auf Geld warten, weil der Monatsabschluss jetzt auch gleich bald kommt. Oh, das geht allerdings. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ja. Und wir werden halt mit den Zuglinien auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld scheffeln. Und damit ist es eigentlich alles auch relativ gut gegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, genau. Und jetzt warten wir noch mal ganz kurz, indem ich noch ein kleines Schlückchen trinke. Oh mein Gott! Er trinkt! Was für ein Arsch! Tja, das Überlebenswichtigste, was es so gibt auf der Erde. Trinkwasser. Mehr oder weniger. So. Los, ich brauche viel Wirken. Jahresabschluss ist immer am teuersten. Immer. Egal wie, egal wo, es ist immer am teuersten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gar nicht witzig, sowas. Ich könnte schon mal 3 losschicken. Oh. Ich glaube, ich könnte mich jetzt kaputt gemacht haben. Bitte nicht. Ich könnte schon mal 3 losschicken. Das Problem ist, eine kann ich auf jeden Fall losschicken. Sprich, die erste, die den Zug verlässt, ist die hier. Nein, 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 nein. Du fährst nicht auf dieser Linie. Nein, 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 nein. Ich brauche noch eine neue. Können wir in der Zeit halt auch machen. So, 1... 2. Genau. 3 und 4. Und dann geht's wieder zurück. So. 5 und dementsprechend dann halt hier die 6. Und dann halt so, genau. Dann ist es halt so, dass die halt an jeder Haltestelle jedes Mal halten. Aber 4 Züge brauche ich maximal, das passt schon. Könnte natürlich auch 6 machen, aber das ist so sinnlos. Also daher, nein. So, Linie 1, genau so. Dann würde ich sagen, sobald er hier ist, könnte man dann den nächsten losschicken.
könnte man, wenn man möchte. Und so kann man schon mal halt Geld verdienen, langsam aber sicher. Den würde ich dann allerdings hier auch anhalten. Und dann, sobald der nächste dann wiederum hier ist, wobei das macht sich sehr sinnlos, wenn man dann 4 hat, dann würde ich den dann hierhin schicken. So, und sobald er dann hier angekommen ist, der nächste dann da angekommen ist, dann würde ich dann den losschicken und dann würde ich dann den nächsten losschicken und dann so weiter und so fort. Sprich, dürfte alles soweit passen. So, hier mal Linie 1, das Fenster dafür. Das kommt hier erstmal hin. Das kommt hier erstmal hin. So. Das Sorgenkind kommt hier hin. Und die zwei Sorgenkinder kommen dahin. Genau, und dann passt das soweit. Dann kann ich dann gleich die Buslinie außer Kraft setzen, weil die bringt dann wahrscheinlich gar keine Rendite mehr. Gar keine großartige mehr. Müssen wir dann noch schauen, wie wir das mit dem Bushof machen, weil guck mal, wir haben hier kaum abgefahren, ja. Das meiste hier, ne, das ist... Oh, shit. Ich sage euch, das wird noch eine wunderschöne Arbeit. Und zwar eine wirklich wunderschöne Arbeit. So, hier ist dann der erste Zug eingefahren in Bischofsheim an der Rhön. Der nächste Zug fährt jetzt weiter Richtung Luckenwalde. Wow, schon 2 Personen nach 20 Personen warten. Jetzt habt ihr warten schon 20 Personen? Wollt ihr mich verarbeiten? Guck mal, wir haben 8 Haltestellen. Nein, Moment. Das ist doof. Wir wollen hier keine 8 Haltestellen haben. Nein, das wollen wir nicht. Hier warten tatsächlich schon 20. Oh mein Gott, wir kommen nicht aus dem Minus raus. Wir haben jetzt ein riesengroßes Problem. Wenn die keine Rendite machen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Wir könnten das Ganze hier mit 3 Fahrzeugen schaffen, ja. Das ist an sich wahrscheinlich wirklich gar kein Problem. Wenn ich sage, der hier, könnte man tatsächlich mal versuchen, der hält hier Bischofsheim, der nächste hält dann hier in Luckenwalde und dann, nein, das macht gar keinen Sinn. Wir lassen beide in Luckenwalde stehen und warten dann wiederum. Oh, das macht auch keinen Sinn. Dann müsste der andere ja dann schon da. Das wäre ja überhaupt. Nein, das wäre sinnlos. Wie könnte man das jetzt am blödesten machen? Mit 3 Fahrzeugen vor allem. Wir werden das jetzt mit 3 versuchen. Damit wir halt jetzt nicht so viel Geld verlieren. Wie könnte man das jetzt am blödesten lösen? Mit 3 Fahrzeugen. So, der erste kommt dahin. Das heißt, der zweite müsste dann hier hinkommen, bei 4 Haltestellen. Und dann müsste der aber auch nochmal hinkommen. Und dann sind da nämlich immer 2 dazwischen. Genau, doch, das müsste hinkommen. Sprich, du, Erster, fährst jetzt erstmal hier hin. Dann wieder zurück nach Luckenwalde und wartest dort. Ist eigentlich recht gut. Dann kommt Zug 4, der fährt dann ebenfalls nach Luckenwalde und wartet dort. Das sind jetzt natürlich komplett unterschiedliche lange Strecken. Ja, ist nun mal so. Muss man halt wirklich mit einberechnen. Aber anders funktioniert das leider nicht. So, 21 stehen da sogar schon. Wow. Das heißt, du kannst schon mal hier in Richtung Linie 1 fahren, beziehungsweise schon mal in Richtung Luckenwalde, während die hier noch im Depot steht. Noch steht sie im Depot, aber nicht mehr lange. Das verspreche ich dir. Was zum Teufel auch immer das hier ist, Dampf-Gütertram. Dampf-Personentram lang. Cool. So, Luckenwalde, die kommt hier auch bald an, so ganz bald. Warum ich das jetzt hier nicht so gebaut habe, sondern eher so, weiß ich auch nicht. Manchmal muss man sich wirklich schon fragen, warum ich so baue, wie ich baue.
ist halt manchmal so, ne? Manchmal kommt man halt manchmal. Manchmal ist es so, manchmal kommt man nicht anders, manchmal drum. So, du kannst schon losfahren, genau, das machen wir nämlich genauso. Und du kannst dann schon mal auf die Linie 1 gehen und wartest dann in Edelstein. Wir haben ja ein komplett eigenes Gleis und somit ist alles safe. Der fährt schon mal in Richtung Bischofsheim. Und dann sind wir hier auf jeden Fall relativ an der sicheren Seite. Und haben schon mal mehr Städte angeschlossen, als am Anfang vielleicht gedacht. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Gut, das machen wir hier noch schnell zu Ende. Oh, anhalten. So, weil die nämlich jetzt erstmal nach Lupin weiterfahren muss. So, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen das doch nicht mehr zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Und ja, bis dahin, meine Freunde.